Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Need for Speed Payback. Wir wissen ja, in den letzten Folgen ist einiges passiert. Die Lina Navarro hat die Crew verraten. Ty arbeitet jetzt seit 6 Monaten für den Gambler, aber er hat die Schnauze voll. Der Gambler hat ihn immer aufgehalten und gesagt, die Zeit ist nicht jetzt gekommen, die Zeit wird erst später kommen und bla 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 bla. Ty hat sich aber jetzt, hat keinen Bock mehr darauf und hat gesagt, okay, pass mal auf. Wenn der Gambler mir nicht hilft, dann mache ich das alles auf meine eigene Art und Weise. Was hat er also gemacht? Der hat seine True zusammengetrommelt. Jetzt haben wir wieder den Mac dabei, Rev ist da und natürlich die Jazz auch. Hat zwar ein bisschen gedauert bei der Jazz, aber sie ist schließlich jetzt auch dabei. So, wir waren jetzt dabei stehen geblieben, dass wir die Autos tunen wollten. Jetzt gehen wir nochmal schnell in die Story rein und gucken wir mal, was sich jetzt daraus ergibt. Okay, Mac. Wir fahren erst ein paar Liga-Rennen und fordern dann die Bosse zum Duell heraus. So sammeln wir genug Ansehen, um in den Outlaws Rush zu kommen. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir erstmal die Garage auf, oder? Gucken wir mal, was wir hier noch verändern können. Bevor wir uns hier an die Rennen reinpassen. Es wird Zeit, die Liga 73 zu einem Rennen herauszufordern. Aber sicher doch, Mac. Aber nur ganz ruhig. Na, was könnten wir hier denn eigentlich noch verändern? Boah, können auf jeden Fall dicke Felgen. Hier kann man sehr vieles verändern. Bevor wir uns den Wagen ansehen, würde ich sagen, gucken wir mal, was wir hier noch sonst machen können. Ansonsten, boah, die 350Z sieht auch schon sexy aus, muss ich zugeben. Aber das ist hier unser Wagen, der Honda S2000. Das ist so ein typisch klassischer Wagen, mit dem man eigentlich immer so beginnt. Ich meine, Need for Speed Underground 2. Da habe ich, glaube ich, auch mit einem Honda angefangen damals. Von daher, das wäre eigentlich auch ein schicker Wagen für unseren Mac. Der wäre für Ty, der wäre auch für Ty, der wäre eigentlich auch für Ty und Mac hat hier seine Jeep. Naja, wie auch immer. Gut, wir sind hier an diesem Jeep. Was können wir jetzt hier machen? Ganz links Individualisierungen. Hier werden deine Individualisierungen gelagert. Neue Individualisierungen findest du in Lieferungen. Alles klar. Haben wir irgendwas? Nitrofarbe. Boah. Ach, das kann man auch. Platinblaues. Ist doch alles platinblau. Federung haben wir nicht, Hupe haben wir, eine Solotrompete, kaufen wir uns die? Ja, holen wir. Eine Solotrompete geht ja auch. So, gehen wir alles nach der Reihe. Lackierungen und Folie. Sorge dafür, dass deine Wagen auf der Straße herausstechen. Aber sicher doch. Gehe auf Folie bearbeiten, um die Farbe deiner Lackierung zu wählen und Decals, ich kann es leider nicht aussprechen, Decals anzubringen. Teile deine Kreation, um sie der Welt zu präsentieren und sieh dir in der Bibliothek die Folien anderer Spieler an. Alles klar, gut. Was haben wir denn hier? Bibliothek? Ja, weiß. Ja, das ist ja dann eher Chrom, ne? Wie sieht's hier mit Gold aus? Das ist doch schon so goldlich, oder nicht? Oder nicht? Das kostet mich alles nichts, oder? Ne, gut. Da können wir ein bisschen bearbeiten. Aber ich muss sagen, die Farbe gefällt mir jetzt nicht so sehr. Deswegen kommen wir da wieder zurück auf Matt. Farbe des der Mattfolierung könnte weiß sein. Oder wie gesagt, wieder irgendwie sowas Goldenes vielleicht. Nee. Blau ist nicht meine Lieblingsfarbe. Ich will aber nicht alle Autos blau machen. Also ich will jedem eine einzelne Farbe verteilen. Ich glaube, Max Farbe wäre so ein bisschen gelblich. So wie wir das ja eigentlich kennen. So, ich meine, ganz am Anfang hatte er, glaube ich, auch so einen gelben Wagen gehabt. Von daher passt das doch, glaube ich, auch sehr nice miteinander zusammen. Ty's Farbe wäre rot und Jazz Farbe wäre blau. Das heißt, Jazz wird auf jeden Fall meine Lieblingsspielerin. Jetzt schon mal allein wegen der Farbe, haben wir festgelegt. So. Ich bin mir so unschlüssig. Aber dieses Gelb sieht doch in Ordnung aus, oder? Wir könnten ja eigentlich hier mal. Boah, das tut schon ein bisschen weh in den Ohren, muss ich zugeben. Ich will, dass es so ein sattes Gelb ist. 63. Ja, ist schon Sättigung. Helligkeit haben wir auch schon. So viel mit Glättegrad. Boah, wollen wir echt Chrom machen? Klarlack. Klarlack könnte man nutzen, wenn man hier kein Glättegrad hat. Dann macht das schon Sinn.
Dann glänzt der Wagen. Das will ich nicht. Boah, ich glaube, ich mach so ein Giftgelb. So, das sieht doch pervers gut aus, oder? Das ist mir aber ein bisschen noch so zu grünlich. Das gefällt mir. Änderungen speichern. Boah, das gefällt mir auf jeden Fall. Üff. Jetzt kommen noch fette Folien drauf. So, freier Slot haben wir jetzt gespeichert. Folie teilen, brauchen wir nicht gut. Was haben wir hier denn? Stance Abstimmung. Ah, ach so. Okay. Ich glaube, ich werde nicht so viel machen. Ich werde nur ganz leicht machen. Boah. Okay, sollte nicht ganz hoch sein. Ich glaube... So sieht das schon vernünftig aus. Hier entsteht Magie. Je mehr Fortschritte du draußen machst, desto mehr Möglichkeiten hast du hier drin. Durch deinen Stil drückst du dich aus. Also, was willst du mit deinem Auto sagen? Oh, vieles, vieles, vieles. Optik-Tuning. Hier kannst du die Optikteile deines Wagens anpassen. Wirf einen Blick auf die Tuning-Punkte, um dich über die Freischaltkriterien zu informieren. Ich muss leider nebenbei nochmal gucken, ob das Mic vernünftig ist, weil ich bin gerade in so einer Testphase, um zu gucken, ob das Mic überhaupt interessant ist oder nicht. So, Fenster. Ansonsten ist das ja alles erstmal geschlossen. Fenster. Da machen wir direkt eine 100%ige Tönung daraus. Wobei 100% muss ja nicht sein. 19 ist in Ordnung. Was können wir hier sonst verändern? Erstmal nicht. Ah, boah. Können wir nichts verändern an den Reifen? Gar nichts? Gar nichts? Boah. Machen wir direkt das hier, oder? Ja. Sieht doch sexy aus. An den Rädern können wir also nichts verändern. Das, was wir jetzt noch machen könnten, ist wie gesagt Seitenschweller. Seitenschweller haben wir jetzt gemacht. Hinten können wir auch bis jetzt noch nichts machen. Hier hinten kann man auch noch nichts machen. Am Dach könnten wir, glaube ich, was machen, oder? Ah, nee. Oh. Das sieht schon sexy aus. Das, ich würde aber gerne den Wagen mal drin, um zu gucken, ob das was bringt oder nicht. Das würde ich. Das sieht echt schon sexy aus mit dem Gestütz da hinten. Das sieht aber auch nicht schlecht aus, muss ich zugeben. Aber ich glaube, ich entscheide mich lieber für das hier, was wir ja schon haben. So, Fenster haben wir schon mal gemacht. Also hier können wir nicht viel ändern. Deswegen gehen wir direkt in die Leistung rein. Beschleunigung. Das geht dann auf Minus. Das wollen wir ja nicht. Was haben wir hier? Block. Keine, okay, wir haben keine, ach so, das kann man nur mit Speedcard machen, so wie ich das verstehe, ne? Okay, gut. Wir haben keine Speedcard, deswegen kann man nicht viel machen. Willkommen in meinem Lager. Hi. Du kannst dir so viele Wagen abstellen, wie du willst und sie jederzeit abholen. Oh, wenn wir Rev nicht hätten, ne? Revs Lager. Hier kannst du den Wagen lagern, für die in deiner Garage kein Platz mehr ist. Kauf weitere Garagen, um zusätzliche Lagerslots freizuschalten. Oh. Nice sieht der Wagen aus. Was haben wir hier? Drift Drag Offroad Runner Speed Cross. Boah, ich muss sagen, der sieht schon schick aus, ne? Also der sieht nett aus. Wie viel PS hat der? 262. Gut, da kann man vielleicht ein bisschen mehr rausholen, aber sieht auf jeden Fall schon schick aus, immer. So, ich glaube, das war es eigentlich auch schon vom Tuning. Viel mehr können wir, glaube ich, leider nicht machen. Bleiben wir also erstmal dabei. Und gehen dann direkt schon mal in die ersten Rennen. So. Hey Kids, einer meiner Kontakte sagt, in Fortune Valley liegen einige stillgelegte... Ah, das auch noch, ey. ...scheiterter Hausdeal vielleicht. Als ihr sie findet, bringt sie doch zum Airfield. Ah. Gucken wir uns mal den Wagen schnell an. Es geht. Mittlerweile sieht er jetzt nicht mehr so sexy aus. Das ist schon noch leicht so grünig, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Aber naja. Wo fahren wir jetzt hin? Graveyard. Shift. Speedcross. Testfahrt. League 73. Da gehen wir noch direkt mal hier ins Menü raus. Irgendwo in der Welt ist ein neues Auto versteckt. Hinweis findest du auf NFS Twitter. So, eine dieser drei Sachen müssen wir nur Offroad. Ich glaube, wir sind ja eher der Offroad-Typ.
Das wäre ja, glaube ich, dann eher was für Mac, für Ty. Das Auto irgendwo in der Welt zu finden ist verschwindet. Ist irgendwo in der Welt zu finden. Ja, wo denn? Wo soll ich das jetzt finden, dass den Wagen 21 Stunden verschwinden? Was ist das? Runner-Händler, das brauchen wir ja nicht. Drift-Händler, das sind die ganzen Händler. Die brauchen wir erstmal auch nicht. Okay. Offroad-Sprintrennen, ich glaube, da fahren wir jetzt erstmal auf jeden Fall hin. Ich muss sagen, ist auf jeden Fall ein cooles Element, dass man hier auch ein bisschen Offroad dabei hat. Aber ist halt leider nicht so meins, ne? Offroad war hier halt leider nie meins gewesen. Wir können den Wagen wechseln. Gucken wir mal, ob wir noch hier einen anderen Wagen haben. Oh, den hätten wir eigentlich auch tun können, oder? Ja. Das ist ja schon den, den wir ein bisschen getunt haben, oder? Ja, der Defender. Ich würde aber lieber mit dem spielen, mit dem kann man viel mehr reißen. Oder was machen wir denn? Boah, bin ich mir so unsicher. Der sieht aber auch sexy aus. Ich glaube, okay. Wir fahren halt erst mit meinem Wagen, um zu gucken, wie der sich denn schlägt. Fernab der Stadt gibt es nichts als den Himmel, soweit das Auge reicht. League 73. Freiheit beginnt bei 100 Meilen pro Stunde und 10 Fuß über der Erde. Ganz interessant, ganz interessant. Gucken, wie wir uns jetzt schlagen. Ich dachte, das wäre was ein... Was haben wir denn hier? Offroad-Rennen. Frischfleisch. Bist du Odo Roth? Ich bin Mac. Ich weiß, wer du bist. Du bist Hashtagers Driftkumpel. Willst du hier ein Selfie machen, Mac? Wohl kaum. Ich bin ein Offroader. Genau wie du. Nur besser. Ansage. Schlag meine Racer. Dann reden wir. Ansage. Wie wär's, wenn wir uns was nebenbei verdienen? Ich sag dir, welche Wette mir vorschwebt und du sagst mir, ob wir sie platzieren sollen. Gewinnst du, beteilige ich dich so. Ich hab doch auf angenehm gedrückt. Jungs und Mädchen, heute steht Frischfleisch auf der Karte. Vorsicht, Jungs und Mädchen, ich beiße zurück. Komm, Mac. Showtime. Wie lang geht die Strecke? 5,17 Kilometer. Weg mit euch! Ich glaube nicht, dass mich das Rennen jetzt so krass überfordern wird. Weg mit euch! Weg! Jetzt kommt der Mac. Kriegen wir den ersten auch noch? Okay, wir haben die Hälfte der Strecke um. Deswegen sollten wir uns jetzt langsam beeilen. Viel Nitro nutzen. Wie, ich hab einen Checkpoint verpasst. Are you goddamn kidding me? Oh nein, wir müssen jetzt neu beginnen. Ah, neu starten. Ah, fuck. Das lehnen wir ab. Ich werde niemals 25 Objekte treffen, denke ich zumindest. Nein, wir gucken mal. Zack, zack. Frischfleisch ist da. Und er beißt zurück. Zeit für meinen Auftritt. Weg da, mon ami. Einer ist schon mal aus dem Spiel rausgeholt worden. Okay, jetzt verstehe ich das auch. Man darf die Checkpoints also nicht überspringen. Wow, das war close, also. Beinahe, und weil haben wir nochmal 4000 Punkte bekommen, sogar weiter. Windschatten kriegen wir auch noch. Oh, wie habe ich gerade den Checkpoint da verpasst? Ich verstehe das nicht, ey. Komm schon, Mac!
Es ist auch so schon schwer genug, diese Kids vom Airfield fernzuhalten. Ermutige sie nicht noch. Ich muss es tun, Rev. Tut mir leid. Nein, tut es nicht, verdammt. Du hast recht. Tut es nicht. Na toll, okay. Dann mach sie für mich fertig, ja? Ja, 2 Kilometer haben wir noch. Ich brauch einfach ein bisschen mehr Schwung, Mac. Komm, Mac! Komm, Mac! Ja, Mann, weg mit dir! Der Hippie steht noch vor uns. Der hat einfach noch ein bisschen mehr Power, das war's. Okay, wir haben jetzt keinen Hinter mehr uns. 1 Kilometer nur noch, fast ungefähr nur noch mit dem Hippie. Los jetzt! Ja, das sieht doch gut aus. Immer schön näher reinkommen. Ich find's cool, dass er kein Nitro hat. Ah, ich glaube, das wird knapp, oder? Nein! Der ist einfach zu schnell gewesen. Ich bin einfach nicht an ihn reingekommen. Mist, verdammt! Das gefällt mir nicht. Das müssen wir nochmal machen. Und zwar nehmen wir uns nachher den Ford, wenn wir das nochmal wiederholen können. Neu starten. Ich hoffe, ich kann meinen Wagen noch ändern. Kann ich nicht. Da müssen wir es also jetzt mit dem Land Rover durchziehen. Komm, Mac. Und los. Der Hippie hat aber, glaube ich, auch einen geilen Wagen, oder? Mit dem kann man schon einiges reißen. Okay. Okay, gut. Das ist schon mal nice. Das ist schon mal sehr nice. Schön gefahren, würde ich sagen, oder? Okay, wenn wir jetzt uns nicht dumm anstellen, Freunde, dann sollte uns der Sieg jetzt bevorstehen. Und ich muss meinen Mic wieder nach hinten nehmen. Aber nicht jetzt, gleich. Ah, das sieht doch jetzt schon vernünftig aus. So sieht es doch vernünftig aus. Klingelt unser Telefon wieder. Ruft Rev nochmal an. Das ist die Frage. Und, ruft er nochmal an. Oh mein Gott, was habe ich da jetzt für einen Vorsprung? Mann. Das gefällt mir doch. Genau so kann das doch weitergehen. Perfekt. Jetzt nur keinen Checkpoint verpassen. Und dann ist die Sache hier in den trockenen Tüchern. Gut so. Zieh's durch. Oh. Ist schon aber schwierig hier mit dem Land Rover. Muss ich zugeben. War da bitte ein Drift? Der Hippie, ne? Ja, der Hippie schon wieder. Ah, okay. Gut, haben wir nochmal hinbekommen. Huh! Das würde ich sagen, war auf jeden Fall sehr fucking gut. Oh! Frage ist, kriegen wir noch ein Race hin? Ich glaube, ein Race kriegen wir noch hin, oder? Nehmen wir mal den linken. Die linke Speedkarte. Das ist das, was wir nehmen. Bremsen. Bremsen brauche ich doch nicht. Bremsen einbauen. Können wir jetzt eintauschen? Brauchen wir nicht. Perfekt. Neue Mission freigeschaltet. Leistungsstufen Upgrade. Vielleicht machen wir ja doch noch einen Offroader aus dir. Red keinen Stuss, Mann. Ich bin dafür geboren. Sag mal, ich kenne dich doch. Du bist ein Crazy Rest Crew. Das Einzige, was an ihm crazy ist, ist sein Händchen für Motoren. Zwingt er dich, das zu sagen? Komm mal beim Solarfeld vorbei. Beweis mir, dass dein Sieg nicht nur Glück war. Oh, du wirst einen Vorteil brauchen, um mit dieser Street-Liga mithalten zu können. Suche einen Tuning-Shop auf, um die Leistungsstufe deines Wagens durch Speedkarten zu erhöhen. Fortfahrer. Gehen wir nochmal schnell in die kleine Map. Ist das hier... Das ist... Solarfeld, das ist das. Okay, gut, das brauchen wir nicht.
Hier haben wir Speedcross Testfahrt, das brauchen wir auch nicht. Das ist die Mission. Irgendwo muss es doch einen Tuning-Lamm geben, oder? Da, Tuning-Shop. Willkommen im Tuning-Shop. Hi! Du kannst dir neue Speedkarten kaufen oder Teile talken für eine Chance auf das perfekte Upgrade eintauschen. Du kannst dich zwischen Kaufen, Ausrüsten und Roll entscheiden, um die Leistungsstufe deines Wagens mit neuen Speedkarten zu maximieren. Das packen wir auf jeden Fall da rein. Boah. Nitro bräuchten wir nicht, aber Tempo bräuchten wir. Beschleunigung ist auch immer gut, kann man auch immer wieder gebrauchen. Nitro holen wir uns auch eben schnell. Getriebe. Kopf. Ich hole mir jetzt meistens immer nur das, wo ich nur fast Grünes sehe. Oh, das kann man auch gebrauchen, oder? Okay, dann nehmen wir das einfach auch mit. Nitro, das ist nicht so gut. Das sind Sachen, die wir schon haben, oder? Das sind alles Sachen, die wir noch haben können. Störgerät, das holen wir uns auch nochmal dazu. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich gerade zu viel Geld verballer. Deswegen bin ich mir jetzt dabei nicht so ganz sicher. Aber gucken wir mal. Okay, ich meine, wir fahren ja die ganze Zeit Offroad. Das heißt, da müssen wir eigentlich nicht schnell sein. Okay, schnell ja schon. Ich meine aber, wir haben jetzt 422 PS. Das sollte eigentlich fürs Erste ausreichen. Da könnte man lieber, glaube ich, noch ein bisschen aufs Sprungdauer und Landung gehen. Wobei, wir haben eigentlich eine gute Sprungdauer und Landung. Ich meine, wir sind fast beim Maximum. Da brauchen wir nicht so viele Sachen. Denke ich. Boah. Nitro brauchen wir bei dem Wagen auf jeden Fall nicht. Sprung könnte man machen. Dafür geht aber das von der Bremse weg. Also entweder packen wir noch ein bisschen Turbo drauf oder wir packen noch ein bisschen Sprung drauf. Wobei ich glaube, wir bleiben erstmal noch lieber beim Turbo. Hier verwaltest du deine Leistungstuning-Ausstattung. Diese Möglichkeit ist auch in der Garage verfügbar. Tausche überschüssige Speedkarten ein, um Teile-Token für Speedkarten-Roads zu erhalten. Eintausch. Investiere 3 Teile-Token in eine Roll für eine neue Speedkarte. Lege die Kategorie, die Marke oder den Bonus deiner Wahl fest und führe dann den Roll aus. Viel Glück. Thank you very much. Sollen wir da einen Roll ausführen? Was bräuchten wir denn? Wir bräuchten... Ich habe keine Ahnung, was wir bräuchten. Wir bräuchten eventuell... Störgerät. Boah, das ist auf jeden Fall eine geile Karte. Das ist auf jeden Fall eine geile Karte. Okay, wir könnten jetzt rein theoretisch gesehen nochmal... Was habe ich gemacht? Ach, ich kann ihn wieder... Ah, okay, gut. Okay, jetzt verstehe ich das. Das ist jetzt eine Karte für Steuergerät. Und für Steuergerät gibt es da 2 Anbieter. Nextech und Stock. Ne, so ich das sehe. Und beide haben verschiedene... Ah, die Zahlen davor sind, glaube ich, auch relevant, oder? Hier 4, 4, okay. Haben wir 5. Dann haben wir hier 4 und 3. Da geht es nur runter. 4 stärkt. Aber 5 ist schon gut genug. Hier geht es nur... Ah, jetzt haben wir es ausgetauscht. Wir können es aber nochmal ändern. Ah, das ist schon mal gut. Okay, das bräuchten wir nicht. Das wird nur in die Hose gehen. Das wird genauso in die Hose gehen. Also wir haben schon eigentlich hier das Beste aus dem Tuning-Shop rausgeholt. Ich finde sogar richtig chillig, dass der Wagen auch echt noch... tatsächlich dreckiger wird. Live-Tuning. Live-Tuning. Nutze das Live-Tuning, um das Handling deines Wagens anzupassen, während du durch in die offene Welt fährst. Für jeden Setup-Typ gibt es unterschiedliche Live-Tuning-Optionen. Fortfahren. Die Servolenkung. Bleiben wir einfach mal in der Mitte. Wie ist mit Grip Balance? Ich würde sagen, wir lassen erstmal alles hier auf Mitte. So. Ah, jetzt kommt der blaue Reifenqualm, ist da jetzt auch zu sehen.
Aber ich meine, wenn wir da jetzt... Wenn wir da jetzt schon blauen Neonfarben darunter haben, dann könnte man eigentlich den Wagen auch ein bisschen bläulicher machen, oder? Hm. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir doch als erstes wieder einmal... zu Rev in die Garage. Sean McAllister. Garage aufsuchen. Und gucken wir mal, was wir hier noch schnell tun können. So sieht die Farbe eigentlich richtig sexy aus. Aber das wollen wir ja nicht. Auswählen. Optik Tuning. Können wir jetzt was machen? 5 Teile eintauschen. Gewinne eine Nebenwette. Schließe 3 und eine. Ach, man muss immer Sachen machen, damit man das hier verdient. Okay. Ich glaube, die Farbe ändern wir auf jeden Fall wieder. Das gefällt mir mittlerweile nicht mehr so sehr. Auswählen. Ich wollte eigentlich Eisen. Eisen Community. Boah. Die Jungs gingen hier richtig ab. Was? Boah. Ah, Black and White Camo. Was ist das? Ganz klassisch schwarz. Roten Camo haben wir hier. Gold. Das ist doch das Gold, was ich habe. Na, teilweise ist es das Gold, was ich habe. Okay, Folie bearbeiten. Farbe. Da machen wir doch lieber etwas Blaues hinzu. Zumindest. Oder wir machen es. Wir machen es weiß. Wir machen es weiß. Und so sieht es doch eigentlich relativ in Ordnung aus. Ja, so sieht der Wagen. El Perfecto aus. Aber das hat er jetzt nicht gespeichert, oder? Ach, ist doch nicht dein Ernst. You must be kidding me. So, das sieht doch perfekt aus. Änderungen speichern. Freier Slot. So, das sieht doch vernünftig aus, oder nicht? Ja, das sieht doch vernünftig aus, oder nicht? Das sieht doch vernünftig aus. Das sieht doch, el amigo, vernünftig aus. Wir können auch bestimmt irgendwie Kennzeichen oder sowas ändern, oder? Optik-Tuning. Da, Nummernschild. Ich hab's doch fast gesagt. Hintergrund ändern. Hm. Ich glaube, wir bleiben bei Fortune Valley. Oder? Ja, Fortune Valley. Dabei bleiben wir. Hm. Ich glaube, da machen wir was Weißes. Weiß geht immer gut. So, und jetzt können wir das ändern, oder? Meine Tastatur, hä? What? Da, okay, gut. Was machen wir? Dann machen wir einfach Mac. Mac. So ein Mac machen wir dahin. Zack. Oder wir machen direkt ganz klassisch Mac. MC. Mac. Ist doch vernünftig, oder? Was anderes können wir eh nicht mehr tunen. Mac, schön blau. Ich würde eigentlich gerne hier vorne noch einiges tunen. Felgen würde ich eigentlich auch noch gerne verändern. Aber so weit sind wir leider nicht gekommen. Müssen wir erstmal noch. So. Okay. Gut. Freunde, dann würde ich sagen, wir haben die Folge damit begonnen, dass wir hier den Wagen, den Defender, den Land Rover Defender getunt haben. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge auch genau da. Nachdem wir diesen Wagen jetzt auch getunt haben und einen Race damit gefahren sind. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich küsse euch. Ciao.